Jenny, du bist nach der letzten Sendung angesch angeschrieben und angesprochen worden von Menschen, die dir zu deinem neuen Mann gratuliert haben. <laughs> ich kann aber sagen, äh, ich habe krankheitsbedingt halt nur im Moment so eine Stimme, dass die Fledermäuse von der Wand fallen. So also erotisch ist das, so erotisch. Aber i-Bims immer noch. i-Bims. Genau. i-Bims immer noch. Und damit jetzt nicht, also das wöchentlich anders klingt. Äh, habe ich es einfach mal jetzt nochmal so beibehalten, ne, mit der Ganz enge Freunde von uns wissen ja auch um jetzt die Fieber Fantasien. Ach, du, also, also Okay, dem, nächstes Thema. Nächstes Thema. ACDC und Klecks. Folge 158 steht vor der Tür, Jenny. Und es ist ja, also unser Pferdepodcast ist ja wirklich jede Woche eine Wundertüte. Wenn man es mit einer Zeitschrift vergleicht, dann sind wir mal der St. Georg für Hafis, mal sind wir so eine kleine Reiterrevue zum Anhören. Diese Woche würde ich sagen, sind wir, ähm, sowas wie die, sowas wie die Gala. Die Galoppgala sozusagen. Um das vielleicht mal so besonders schillernd zu erzählen, was ein Thema unserer Sendung sein wird, ein international renommierter Kühlmusikproduzent wird in Kürze für uns tätig werden. Er kann das allerdings noch nicht sofort tun, weil er gerade sich noch in den Vereinigten Staaten von Amerika befindet. <laughs> in Sachen. Äh, Pferde und so. Chica chaka hast du nicht gesehen, aber der renommierte Kürmusikproduzent Markus Hinske wird für uns tätig werden. Wie kam's? Also, wenn das jetzt nicht Hollywood ist, also. Dann also ich habe ja mir, ja, hab mir ja bei dem Turnier, das der hessische Haflinger Zucht- und Sportverein im Oktober veranstaltet, ein bundesweit ausgeschriebenes Hafi-Turnier, mhm. habe ich mir ja gewünscht, ihr müsst aber auf jeden Fall eine L-Kür machen. Ich will meine Kühe endlich mal eine Kür reiten mit dem AC, auch wenn er erst sechs ist und das ein bisschen ein enges Ding wird mit der Kühe. Aber ich will es zumindest versuchen. Und ich will natürlich Musik von ACDC dc und Michaela hat geschrieben, wir haben extra für dich eine Kühe <laughs> ausgeschrieben. <lacht> da muss ich natürlich auch reiten, ganz klar. Also, man muss sich ja immer erst qualifizieren. Ich hoffe, dass ich das auch schaffe, dass ich die Quali schaffe und auf jeden Fall in die Kühe reiten darf. Falls ich die Quali nicht schaffen sollte, werde ich fragen, kann ich ohne Wertung einfach nur diese Kühe reiten? Sonst nix. <laughs> also, peinlich wäre das dann schon, ne? Du hättest vielleicht oder vermutlich die am aufwendigsten produzierte Kürmusik und du hättest dich sportlich nicht qualifiziert, ja. das dürfen wir keinem erzählen. Also, das wäre schon, das wäre schon doof. Vielleicht kann man, kann man das irgendwie so den Richtern im Vorfeld mal sagen. Also, gebt dir doch mindestens mal eine 6-0, dass sie in die Kühe kommt. Ich frage mich dann ja auch, wie finden so Richter ACDC? Das sind ja jetzt eher, also, normalerweise ja müssten so, die mich ja schon da drüber heben wegen des Namens, dass sie gespannt sind, wie ist denn die Kühe mit einem Pony, das ACDC heißt? Das muss doch abgehen, Den müssen doch die, Toupets in die Luft fliegen bei sowas. <laughs> Und ich, also ich muss ja auch sagen, ähm, so eine Kürmusik, ich glaube ja schon, dass das echt entscheidend sein kann. Ich habe das Absolut. mal erlebt beim, beim Festhallen-Reitturnier, wenn da quasi Dressuren ohne Musik laufen, dann ist so die Stimmung im Publikum, ist es ist eher so verhalten. Aber mach irgendwas, ich erinnere mich. Äh, Ingrid Klimke mit Franziskus, der Hammer. Ja. 20, 2019 war das, glaube ich, oder 2018, ich weiß gar nicht mehr. Und dann gab es irgendwann, ich, ich meine, ann kathrin Lindenhoff hätte sich dann noch in den Sattel gesetzt und da war dann irgendwie dieses Gangnam-Style-Lied, wenn du dich erinnerst, das war so ein Disco-Gassenhauer, die Halle steht Kopf. Also so Kühen sind schon cool. Mit dem Nixon konnte ich das ja nie reiten, weil der fand Musik uncool. Und der ist zwar getanzt, aber nicht das nicht auf dem Fleck, wo er sollte, sondern der ist halt regelmäßig durchgedreht. Ich bin einmal mit dem Nixen eine Kür geritten, ich habe noch nicht mal eine Wertung gekriegt, weil ich die meisten Lektionen ausgelassen habe. Ich dachte, lass es vorbeigehen, lass es vorbeigehen. Also, die Kür rückt näher. Außerdem erzählen wir im Podcast, ähm, ich glaube, wir sind noch ein Teil des äh, Lehrgangs bei Raimund Wille schuldig, den du ja mit Klecks geritten bist. Und wir haben, also ich habe noch so dies und das auf der Liste. Auf der Liste, die du nie anguckst, aber warte mal, lass mich ich hier gerade nochmal so Star, gucken. du bist der Redakteur. Genau. Ich habe hier noch, also Hörerin, wir haben Hörerpost bekommen, uns gar nicht erwähnt in der Sendung. Hörerin hat Ferndiagnose für Klecks erstellt. Kennst du gar? Kennst du? Oder? Ja. Okay. Werden wir uns jedenfalls <laughs> mit beschäftigen. Ähm, FN verbietet das Tuschieren bei Springpferden, weil wir es letztens Gott sei davon Dank nicht hatten. bei haben. <laughs> ähm, was ist Katze? Unser Essen haben wir, ja, haben wir auch noch nicht erklärt. Ja, und Dumminudeln so. haben wir auch noch nicht erklärt. Habe ich gerade gestern mir sagen lassen müssen. Also Was machen sind wir denn alles. eigentlich Dumminudeln? Unsere schönen Spleens, unsere Pferde, unser, unser Weg ins große Dressurviereck. Tschüss. Montag wieder. Tschüss.